Soweit ich unterrichtet bin, sollen Vogelscheuchen eigentlich Vögel verscheuchen. Nur zu deiner Information. Ich bin keine Vogelscheuche. Was? Ich bin eine Fütterscheuche. Oh Gott. Wer glaubst du kümmert sich um die ganzen kleinen Vögelchen? Florence Nightingale oder der Klapperstorch? Wer ist Florence Nightingale? Und glaubt mir, Vögel zu erschrecken ist ja schön und gut. Aber um sie zu hegen und zu pflegen, braucht es schon ein ganz anderes Kaliber. Alleine der Verschleiß beim Körnerstreuen. Schaut euch nur diese Hände an. Sind das vielleicht die Hände von jemandem, der nur auf dem Feld herumlungert? Wie schon die Dame im roten Fenster sagte, glaube ich nicht, Matrose. Hey. Tja, ich schätze, das ist die Strafe dafür, dass ich keine Gummihandschuhe trage. Aber habt ihr euch mal die Farben angeguckt, in denen die Dinger hergestellt werden? Bäh, nein, danke. Da sollen mir doch lieber die Hände am Ärmel abfallen, bevor ich mit solchen Modefauxpas rumlaufe. Okay. Ich weiß, ich bin schrecklich, nicht wahr? Yep. Und ganz ehrlich, du brauchst neue Handschuhe, mein Lieber. Und vielleicht auch noch eine ganz neue Attitüde und die Pastellfarben an deinen Klamotten. Oh Gott, jetzt fange ich auch noch an, so zu reden. Nein, danke. Ich schätze, du kommst nicht oft dazu, den Palast zu besuchen. Richtig geschätzt, Honey. Aber hin und wieder habe ich doch die Gelegenheit zu einem kleinen Plausch mit König Nick. Der arme, arme Mann. Mir tut er auch leid. Es muss ganz schön hart sein, wenn einem das Königreich angegriffen wird. Ach, du großer, dummer Junge. Das ist doch nun wirklich die geringste seiner Sorgen. Ich meine, guck dir doch bloß mal seine Klamotten an. Hä? Diese königlichen Roben im Schlabberlook. Bäh. Davon bekomme ich ja Heuschnupfen. Man sollte doch meinen, so ein Monarch könnte sich einen Schneider leisten. Also wenn ich König wäre, dann wäre makellose Kleidung aber erste Bürgerpflicht für alle meine Untertanen. Unnötig zu erwähnen, dass ich mit gutem Beispiel voranginge. Und eines könnt ihr mir glauben. Ich würde hart durchgreifen bei Subjekten, die bei ihrer Kleidung trotzdem schlechten Geschmack zur Schau stellen. Ich würde mit eiserner, angefeuchteter Faust in einem kirschfarbenen Samthandschuh regieren. Das wäre doch eine schnuckelige kleine Welt, nicht wahr? Naja. Klar, eine Modediktatur mit einem Strohmann an der Spitze. Klingt affengeil. Reden wir mal weiter. Also, ich muss schon sagen, du bist die bestgekleidete Vogelscheuche. Ich meine natürlich Fütterscheuche, die ich je getroffen habe. Ach, du bist aber ein alter Charmeur, du. Der Mantel gefällt mir. Er ist schick. Gut. Drehgut. Dieser alte Lappen? Ich hasse ihn. Ich nenne ihn immer Mantel des Schweigens. Aber ich habe ja in dieser Angelegenheit nicht viel Auswahl. Ach, ich würde alles geben für ein schönes, neues Outfit. Alles? Das bedeutet, ich würde diesen Mantel dafür hergeben. Weil der alles ist, was ich besitze. Ihr Jungs könntet euch nicht vielleicht überwinden. Aber nein, was sag ich denn da? Das kann ich doch nicht machen. Das wäre doch viel zu viel verlangt. Ich schätze, wir könnten dir da schon helfen. Wirklich? Das würdet ihr tun? Höre ich wirklich, was ich zu hören glaube? Wir gehen shopping? Klamotten kaufen für eine Vogelscheuche? Ja, wieso nicht? Ich sag dir was. Du gibst uns den Mantel und wir besorgen dir einen netten Trainingsanzug oder so. Ein Trainingsanzug? Ein Anzug? Wie überaus abscheulich. Nein, es muss schon die richtige Kleidung sein. Ich möchte etwas, das ich den ganzen Tag und das ganze Jahr tragen kann. Aber nichts zu derbes. Auf gar keinen Fall Pelz. Ich hasse Tierquälerei. Oh. Nicht zu offizielles. Andererseits will ich auch nicht wie ein Clown aussehen. Und nicht zu viel Klimperkram. Natürlich auch keine Frauenklamotten oder etwas zu ultramodernes. Aber das ist ja wohl selbstverständlich. Hilft euch das? Ja. Ich weiß jetzt genau, welche Kleidung du brauchst. Ja, ich auch. Eine Zwangsjacke. Oh Mann, Flax. Es muss doch ziemlich einsam sein für einen geselligen Kerl wie dich. So auf dem leeren Kornfeld rumzuhängen und so.
genau. Mit wem willst du denn hier reden? Dieser Mais hier ist doch strohdoof. Tja, ihr versteht mich schon ganz gut. Dabei plaudere ich doch so gerne. Hier mit euch zu reden macht so viel Spaß. Ich fühle mich pudelwohl. Ich habe das Gefühl, ich könnte euch beiden alles erzählen. Einfach alles. Oh Gott. Und ihr würdet mich verstehen. Wirklich? Oh, schön. Versteht mich bitte nicht falsch. Ich liebe meine Babys. Gott segne ihre kleinen gefiederten Herzchen. Aber mit denen mal so richtig zu tratschen, das ist eine ziemlich einseitige Angelegenheit. Ihr wisst schon, was ich meine. Man muss ihnen allerdings zugutehalten, dass sie ausgezeichnete Zuhörer sind. Und wir wissen ja alle, wie wichtig das ist. Ja. Ich meine, könntet ihr nicht auch losschreien, wenn ihr an jemanden geratet, der einfach immer weiterredet und redet und redet und euch gar nicht zu Wort kommen lässt, oder? Genau. Ja. Ich glaube, wir haben gerade einen Blondinenwitz von Flachs verpasst. Können wir natürlich das alles schön in die Comments unten reinschreiben. Zum Beispiel den verpassten Blondinenwitz. Ich meine, ich habe ja nichts gegen Leute, die Comments schreiben. Überhaupt nicht, nein. Um Gottes Willen. Das sind die nettesten Leute überhaupt, die einen auf etwas hinweisen. Aber bitte keine Spoiler, ja? Außer ich komme nach einer halben Stunde nicht an einer Stelle weiter. Aber dann konsultiere ich meistens Komplettlösungen. Also, wenn wir dir was Neues zum Anziehen bringen, gibst du uns deinen Mantel. So war es doch abgemacht. Honey, für eine neue Kluft gebe ich euch meinen Mantel und singe den zweiten Akt aus der Westside Story. Nein, kein Bedarf. Aber ich glaube, der Mantel genügt völlig. Tja, wie wär's denn mit einem hübschen Parka? Ein Parka? Was hast du vor? Willst du, dass ich vor Scham sterbe? Oder vor Eintönigkeit verschimmle? Ach, diese schreckliche Monotonie. Ich kriege keine Luft mehr. Okay, kein Parka. Also, was sollen wir dir denn dann holen? Ich hab's euch doch schon mal gesagt. Ich möchte etwas, das ich den ganzen Tag und das ganze Jahr tragen kann. Aber nichts zu Derbes. Auf gar keinen Fall Pelz. Ich hasse Tierquälerei. Jetzt kommt er wieder nicht damit. Andererseits will ich auch nicht wie ein Clown aussehen. Und nicht zu viel Klimperkram. Natürlich auch keine. Du willst nicht aussehen wie ein Clown. Ich meine, guck dich mal an. Modernes, aber das ist ja wohl selbstverständlich. Naja, zumindest ist er nicht wählerisch. Nein. Überhaupt nicht. Naja, was soll's. Tja, wir müssen dann mal weiter. Ja. In Ordnung, Jungs. Aber vergesst euren Freund die Fütterscheuche nicht. Haltet mich auf dem Laufenden. Kein Problem. Als ob ich überhaupt laufen könnte. Ein Stall. Ein Stall. Als ob ich das nicht sehen würde. Naja, was soll's. Gehen wir mal rein. Aber ich glaube, wir brauchen dafür noch einen Magneten. Ach, ist egal. Erstmal angucken. Ich war so ewig nicht mehr da drin. Ach Gott, wie lange ist das her? Ach ja, die Milchkuh. Dünger. Da stecke ich meine Hand nicht rein. Schade. Quatsch mir erstmal mit den Tieren. Hallo, meine Damen. Psst, mal. Lass mich das machen. Ich bin ein Genie, was Fremdsprachen angeht. Mu. Muhubidu. Huber Huber, Ring-a-Ting-Ting, Kawabunga! Sprechen Sie mit uns? Ich wusste doch, dass sie Deutsch spricht. Haben Sie... Oh, ihr wollt bestimmt etwas Butter. Ja. Aber es tut mir leid, keine mehr da. Oh. Überhaupt keine? Butter? Nein, wir... Wisst ihr, der Turbo-Butterer ist kaputt. Kaputt? Hey, kein Problem. Ich weiß, wie hart euch das treffen muss. Ohne Butter ist das Leben ja kaum lebenswert. Ganz Niedlingen trauert um meine reine, süße, cremige Butter. Trauriger Tag. Ganz trauriger Tag. Aber da müssen wir durch. Und ihr auch. Nur Mut. Ja. Hören Sie, meine Damen, sollten Sie nicht eigentlich auf allen Vieren rumlaufen? Was für eine Frechheit.
sowas von unverschämt. Nein, nein, nein. So war das doch nicht gemeint. Wirklich nicht. Es ist bloß so, dass in meiner Welt... ach, vergessen Sie es. Tut mir wirklich leid. Ich wollte Sie nicht beleidigen. Nun, jeder, der genug gute Manieren hat, um sich zu entschuldigen, ist in unserem Stall willkommen. Übrigens, ich heiße Mal und das hier ist Flachs. Meine Güte, wo habe ich bloß meine Manieren gelassen? Ich bin Margarine und das hier ist Polyester. Und diese Maschine da ist mein Freund und lebenslanger Partner Melktronik, der Turbo-Butterer. Ich freue mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Margarine und Polyester. Naja, die Namen erklären sich ja wohl von selbst. Also, was genau ist denn mit dem Butterer passiert? Ich fürchte, ich habe ihn ein wenig überstrapaziert. Ich mache doch wirklich für mein Leben gerne Butter. Gerade funktionierte er noch einwandfrei und im nächsten Augenblick springt so ein metallisches Dings da ab. Wir haben gesucht und gesucht, aber nichts gefunden. Wenn wir nur dieses Stück wiederfänden. Ohne Melktronik hat mein Leben keinen Sinn. Ach, wissen Sie, Margarine, dieser ganze Kram wie Sinn und Bedeutung, das wird alles leicht überbewertet. Fragen Sie doch bloß mal Flachs hier. Sein Leben ist völlig sinnlos. Und er genießt jeden Augenblick davon. Worauf Sie Ihre süßen Öhrchen verwetten können. Wie ein angesehener, trickreichischer Philosoph einmal gesagt hat, wer in seinem Leben einen Sinn sucht, der... Was zum Hängen? Ah! Er wurde von einem führerlosen Eiscremewagen überfahren, bevor er sein letztes Werk ganz vollenden konnte. Oh. Aber für alle Trickreicher birgt sein sinnloser, vorzeitiger Tod eine tiefschürfende Weisheit. Ich weiß, was Sie versuchen, und ich danke Ihnen. Sie haben einen guten Charakter. Aber ich fürchte, für ein domestiziertes Rindvieh ist das Leben sinnentleert, wenn einem ein Beutel voller Milch sauer wird. Oh. Amen. Jetzt wollen wir aber mal über den alten Esel reden. Der hängt ganz schön in der Ecke rum. Das Pferd wirkt irgendwie... Ach, das ist ein Pferd. Still. Lanob? Oh ja, Lanob ist anders. Hi. Anders? Sie wissen schon. Ein nettes Silo, aber kein Getreide drin, wenn Sie mich verstehen. Kein Körnchen. Getreide? Ich verstehe schon. Ich dachte, er wäre nur etwas zurückgeblieben oder so. Tut mir leid, meine Damen, aber Flachs ist anders. Ja. Er leidet an der Fuß-im-Mund-Seuche, wenn Sie mich verstehen. Hä? Ich weiß ganz genau, was er meint. Sagten Sie, der Butterer sei defekt? Ja, gibt keinen Pieps mehr von sich, schon seit einiger Zeit. Oh, es ist schon eine Ewigkeit her, dass ich mal so richtig gut gemolken worden bin. Ja. Und wenn Sie es mir nicht verübeln, möchte ich hinzufügen, dass mein rosaroter, praller Euter dringend mal wieder ein kleines Schlürfi-Schlürfi vom guten alten Butti hier vertragen könnte. Ich glaube, das verüble ich doch. Wissen Sie, wir waren ein Team. Zusammen haben wir die süßeste, reinste Butter von ganz Niedlingen hergestellt. Ohne meinen Milchpartner bleiben mir nur meine Erinnerungen an milchigere Tage. Hören Sie, ist ja bestimmt schade um Mr. Saugmops hier. Aber es gibt im Leben schließlich noch Wichtigeres als Butter. Stimmt's nicht, Mal? Genau. Genau. Ich meine, Sie haben diesen kuscheligen kleinen Stall hier, in dem Sie leben, und so viel Heu, wie Sie nur wollen, und Flachs. Haben wir schon diesen netten Stall erwähnt? Außerdem könnten Sie eine neue Karriere im Rindfleischgeschäft beginnen. Natürlich nur eine ganz kurze. Es ist nett, dass Sie uns aufmuntern wollen. Aber Butter ist mein Leben. Bis der Butterer wieder repariert ist, wird das Leben nicht mehr so sein wie früher. Ja, wir machen uns dann besser. Bis später, meine Damen. Wir müssen jetzt Mohunter weiterziehen. Mohunter? Mitgekriegt? Ja. Das war ein ausgesprochen schwacher Gag. Machen die sich über uns lustig? Natürlich nicht, Polyester.
Sie sind doch unsere Freunde. Puh, bei Sprüchen wie dem fühle ich mich immer, als wäre ich nur einen Meter groß. Du bist nur einen Meter groß. Yep. Cool. Einen Augenblick lang hatte ich schon Angst, ich hätte ein Gewissen bekommen. Ein Gewissen. Reden wir mal mit der letzten Polly. Hallo, die Damen. Ach so. Ihr Jungs müsst doch durstig sein. Wie wäre es mit einem guten Schluck Milch? Hm. Nein! Danke. Oh. Ah. Wie ich sehe, haben Sie dieses metallene Dingsbums für Ihr Butterdings da immer noch nicht gefunden. Nein. Und wir haben wirklich überall gesucht. Entschuldige bitte meinen Mangel an technischem Fachwissen. Aber was genau ist der Unterschied zwischen einem Dingsbums und einem Dings da? Das frage ich mich manchmal auch. Lanob spricht also nie? Nein, der kaut nur. Oh, und manchmal schnaubt er. Aua. So, so, Lanob spricht also nicht. Naja, ein Pferd ist wohl halt nur ein Pferd. Wie wahr, wie wahr. Und man hat ja noch nie etwas von sprechenden Pferden gehört. Es sei denn... ja. Schö, Kuh. Au revoir, komisch aussehender Kerl mit dem winzigen lila Freund. Heuhaufen. Das ist doch zwecklos. Ja, ich weiß. Ich glaube nicht daran, dass man irgendwas findet, indem man einfach einen Heuhaufen durchstöbert. Ja, das war so nach dem Motto, die Nadel im Heuhaufen suchen. Ah. Ich glaube, ich mache hier so ganz langsam Pause. Weil ich habe nur wirklich schon lange genug erstmal aufgenommen. Und gerade im Moment komme ich nicht wirklich weiter. Na okay, was heißt hier nicht wirklich weiter? Ich habe wirklich mit allen gesprochen, die mir jetzt erstmal über den Weg gelatscht sind. Also würde ich sagen, ich mache hier Feierabend. Also denn, meine lieben Retro-Freunde. Ich verabschiede mich für dieses Mal und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.